Bekannt wurde Hans-Christian Ströbele als Verteidiger von RAF-Terroristen. Die SPD schloss den Anwalt Anfang der 1970er Jahre aus. Ströbele wurde zu einem der führenden Vertreter der außerparlamentarisch-alternativen Bewegung, war Mitbegründer der TAZ. Mitte der 80er Jahre schloss er sich dann den Grünen an. Dort war er 2 Jahre Parteisprecher und gewann in Berlin regelmäßig ein Direktmandat für den Bundestag. Nach Angaben seines Anwalts starb Ströbele bereits am Montag im Alter von 83 Jahren. Hans-Christian Ströbele, geradlinig und konsequent. 1939, kurz vor Beginn des Krieges geboren, ist er einer, der einfach macht. Alle Welt sprach über Edward Snowden und seine Enthüllung. Hans-Christian Ströbele flog zu einem Geheimtreffen mit ihm nach Moskau. Sein vielleicht größter Coup. Er kann sich vorstellen, nach Deutschland zu kommen, wenn gesichert ist, dass er danach in Deutschland oder in einem anderen vergleichbaren Land bleiben kann und dort sicher ist. Doch Asyl für Snowden, dieser Wunsch ging nicht in Erfüllung, auch wenn er ihn wie alles konsequent verfolgt hat. Ströbele war im sozialistischen Anwaltskollektiv, Verteidiger von RAF-Terroristen, Gründungsmitglied der TAZ und auch bei den Grünen von Anfang an dabei. 1985 zog Ströbele in den Bundestag ein. Als Pazifist war er einer der größten Kritiker des grünen Außenministers Fischer, als der sich für Auslandseinsätze der Bundeswehr aussprach. 2002 verweigert ihm die Partei einen aussichtsreichen Listenplatz. Doch Ströbele gewinnt als erster Grüner ein Direktmandat. Ich freue mich natürlich ungemein und bin auch ein bisschen glücklich darüber, dass ich so eine Anerkennung meiner politischen Arbeit im Bundestag bekommen habe und einen Vertrauensvorschuss für die nächsten 4 Jahre. 2017 tritt er nicht mehr an. Sein letzter Sieg, die öffentliche Anhörung der Geheimdienstchefs im Bundestag. Eine Herzensangelegenheit. Hans-Christian Ströbele, einer, der seinem Gewissen gefolgt ist.